Thank uh -huh. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal der Hierophant zum fünften Teil meiner Lesung über die Uralinda-Chronik. Heute werden wir über das Gottesbild der Kinder Frias sprechen, wie sie sich die Quelle, den Allgeist, den Allvater, den großen Geist vorgestellt haben. Und wir werden einige sehr interessante Dinge kennenlernen. Deshalb lasst uns gleich äh, mit der Lesung beginnen. Aus den Schriften von Adel Brost und Apollonia. Die älteste Lehre, die geritzt ist auf die Außenwand der Burgtürme, ist nicht abgeschrieben in dem Buch der Adela Folger. Warum dies unterblieben ist, weiß ich nicht zu schreiben. Doch dies Buch ist mein eigen. Darum will ich diese darin setzen, meinen Magen zu willen. Also die älteste Lehre war offensichtlich auf der Hauptburg in Texland, äh, auf die Außenseite der Türme eingeritzt. Manches war eben in den Innenräumen zu finden und manches war eben an den Außenwänden eingeritzt. Für jedermann sichtbar, für jedermann einsehbar für jedermann lesbar, verstehbar, erkennbar. Und offensichtlich gab es einige Dinge, ähm, die trotz alledem dann äh, außer auf der Burg in Textland nirgends woanders zu finden waren, also in keine äh, Schriftrolle, die möglicherweise zirkulierte von Burg zu Burg, von Dorf zu Dorf, um dort vorgelesen zu werden. Das äh, weiß ich nicht genau, aber... Ähm, wir wissen auch, dass die Maiden zum Beispiel, nachdem sie sieben Jahre äh, über die Lampe gewacht haben, ja ins Land gefahren sind und ähm, die guten Dinge gelehrt haben, waren also sozusagen Sittenwächterinnen, Lehrerinnen des Guten. Und vielleicht haben sie bei diesen Reisen, wenn sie eben die Dörfer, die Landstriche, die Regionen besucht haben und Vorlesungen gehalten haben, vielleicht auch äh, die Verantwortlichen. Ja, einer Gemeinschaft, eines Dorfes, wie auch immer, unterwiesen haben, eben aus schriftlichen äh, Aufzeichnungen vorgelesen. Und äh, offensichtlich äh, hat das, was jetzt kommt, was wir also jetzt dann lesen wollen, äh, in keiner Schriftrolle gestanden oder auf keinem Pergament oder auf keinem Leinen. Wir wissen ja auch aus anderen Bemerkungen in der Uralinda-Chronik, dass äh, Leinen, Pappe, Filz, solche Dinge hergestellt wurden auch in den Ländern der Kinder Frias und vielleicht hat man auch auf solche geschrieben. Wie auch immer, der, der äh, diese Schriften von Adelprost und Apollonia verfasste, vielleicht war es ja Adelprost, vielleicht war es ja Apollonia, der hatte auf jeden Fall kein gutes Gefühl, dass es darüber keine schriftlichen Aufzeichnungen gab, was er jetzt zu schreiben im Begriff stand so zumindest interpretiere ich jetzt seine letzte bemerkung meinen magen zu willen also irgendwie hat ihm das ungemach im magen bereitet und äh, es waren halt dinge die ähm, noch gesagt und geschrieben werden sollten so und jetzt wie gesagt gehen wir in das gottesbild der kinder frias und lesen den ersten abschnitt älteste lehre allen gutes minnenden frias kindern sei Heil. Dieses Wort Minnen, das wir jetzt gerade gelesen haben, bedeutet in einem allumfassenden Sinn, zumindest habe ich es so verstanden, Liebe. Während die Griechen ja vier Ausdrücke für Liebe kannten: Storge, Eros, Philadelphia und Agape, so kannten eben die Kinder Frias nur diesen einen allumfassenden Ausdruck. Und während die Griechen mit diesen unterschiedlichen Wörtern eben die Liebe von Familienmitgliedern, die Liebe äh, unter Brüdern, sozusagen brüderliche Liebe, also diese freundschaftliche Liebe, die körperliche Liebe oder auch die Liebe zu Gott, die Grundsatztreue Liebe, die Liebe zum Gesetz, die Liebe zur Heimat äh, meinten, so meinen die Kinder Frias eben mit Minnen all diese Aspekte in einem Wort vereint. So wurde zum Beispiel gesagt, dass Rosamunde, das ist eine Landesmutter, eben durch Minne versucht hat, ihr Land zusammenzuhalten. Eben einfach durch Freundlichkeit, durch Güte, durch Liebe. Also die Kinder Frias benutzen den Ausdruck Minne einfach allumfassend. Wir lesen weiter. Denn dadurch wird es selig werden auf Erden. Lehre und künde den Völkern. Vralda ist das Allerälteste und Überälteste, denn es schuf alle Dinge. Vralda ist alles in allem, denn es ist ewig und unendlich. Vralda ist überall einwärtig, aber nirgends zu besehen. Darum wird dies Wesen Geist geheißen. Alles, was wir von ihm sehen können, sind die Geschöpfe, die durch sein Leben kommen und wieder hingehen. Denn aus Vralda kommen alle Dinge und kehren alle Dinge wieder. Aus Vralda kommt der Anfang und das Ende. Alle Dinge gehen in ihm auf. Vralda ist das eine allmächtige Wesen, denn alle andere Macht ist von ihm entliehen und kehre zu ihm wieder. Aus Vralda kommen alle Kräfte und alle Kräfte kehren zu ihm zurück. So, also hier haben wir dann eine Beschreibung von Vralda, von diesem Weltgeist, von diesem Uh, Urvater, von der Quelle, von der Quelle eben allen Seins. Und uh, was zuerst auffällt, ist, dass uh, in uh, einigen Passagen dieses Abschnitts uh, Vralda neutral beschrieben wird, als Es, und dann uh, im weiteren Verlauf des Textes wird uh, Vralda als Er beschrieben. Und uh, wir können davon ausgehen, dass das ein Hinweis darauf ist, dass eben die Quelle allen Seins alle Aspekte des Seins in sich vereint. Also er trägt sowohl die weiblichen Aspekte in sich als auch die männlichen Aspekte. Er ist eben alles in allem. Nur wir, die wir in die Trennung gegangen sind, die wir uns entschieden haben, einen Teilaspekt Vraldas als männlich oder weiblich äh, zu leben, äh, wir haben einfach einen großen Teil dieser gesamten Aspekte abgegeben, eben für das, was wir hier auf der Erde zu erledigen haben. Aber in ihm sind alle diese Aspekte eben vereint. Und äh, der Text beginnt gleich mit einer Verheißung, nämlich, wenn sich alle Völker auf Erden an äh, das halten würden, was die Kinder Frias über Vralda lehren, dann würden wir selig werden. Also dann wäre es selig auf Erden. Und wie wird nun Vralda beschrieben? Nun, Vralda ist in allem gegenwärtig, aber man kann ihn nicht sehen. Also er ist Geist. Vielleicht hat Vralda ja einen Astralkörper, also einen energetischen Körper, den wir einfach mit unseren Augen nicht sehen können und den wir nicht... Ähm, auf unserer Ebene hier auf der 3D wahrnehmen können. Vielleicht ist er aber auch körperlos, einfach nur Bewusstsein. Aber diese Gottesfragen, die beschäftigen die Menschen schon seit Jahrtausenden und es ist wirklich sehr schwierig, das zu klären. Fakt ist, Wralder ist die Quelle von allem. Von ihm kommt alles und zu ihm kehrt auch alles wieder. Und äh, alle mächtigen Wesen, die es geben mag, die eben auch aus Vralda entstanden sind, mächtige Geistwesen, mächtige Engelwesen, mächtige Dämonen, selbst der Teufel, so wird es dann hier gesagt, immer unter der Einschränkung, dass er äh, vielleicht auch von Vralda sozusagen aus dem Leben genommen wird. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Theorien. Aber selbst äh, wenn er nicht aus dem Leben genommen würde, würde er also zu Vralda zurückkehren und würde sich in ihm vereinigen. Aus Vralda kommen alle Kräfte und aus Vralda kehren alle Kräfte zu ihm zurück. Das heißt, in dem Schöpfungspotenzial von Vralda ist natürlich auch die dunkle Seite beinhaltet. Also auch die schwarze Magie kommt von Vralda. Natürlich betreibt er keine schwarze Magie, das wird auch in den nächsten Versen deutlich gesagt, aber das Potenzial zur schwarzen Magie, das dann eben verschiedene Wesenheiten ausnützen, das kommt auch von ihm. Alle Kräfte sind von ihm, auch wenn er sich nicht aller Kräfte bedient. Wir lesen weiter. Darum ist er allein das schaffende Wesen und da ist nichts geschaffen außer ihm. Also Vralda schafft. Und das ist der Unterschied zu einem Schöpfer. Ein Schöpfer schöpft. Er greift also auf bereits Vorhandenes zurück. Prometheus, von dem die griechische Mythologie ja sagt, er habe den Menschen geschöpft, er griff natürlich auf Dinge zurück, die von Voralda ins Dasein kamen. Der Demiurg, der Gnostiker, kann auch nur aus dem. Schöpfen, was bereits vorhanden ist. Und wenn wir an das äh, apokryphische Buch Henoch denken, dort wird ja äh, dem Widerstandsleistenden, dem Satan, dem Teufel, dem Dunklen, auch äh, eine Schöpfung zugeschrieben. Und äh, auch er kann nur das schöpfen, was Voralda erschaffen hat. Und es ist nichts geschaffen außer ihm. Heißt dann eben, dass ähm, er sich geschaffen hat, so würde ich es verstehen und interpretieren, und alles andere ist dann sozusagen geschöpft. Andere haben dann auf der Grundlage, die Wralda ins Dasein brachte, eben geschöpft. Und da gibt es ja dann noch auch diese ähm, Vorstellung äh, aus dem Bibelbuch Sprüche im Kapitel 8. Da wird von einem Werkmeister gesprochen, dass es eben auch ähm, in der Bibel sozusagen eine ausführende Wesenheit gab, die dann den ähm, Schöpfungsauftrag von Vralda erfüllte oder vielleicht sogar aus eigenem Antrieb handelte. Also Vralda erschafft die Grundlagen, Vralda erschafft sich selbst. Alles andere, was ins Dasein kommt, ist Schöpfung. Ähm, nun sagt die Bibel ja, dass Jesus als Einziger direkt von Gott geschaffen wurde. Also es ist natürlich auch durchaus möglich, dass noch ein sehr hohes Geistwesen von Vralda gezeugt, erschaffen wurde. Aber ab dann ist es eben Schöpfung. Ab dann wird eben mit dem Vorhandenen gearbeitet und mit dem Vorhandenen Dinge ins Dasein gebracht. Wir lesen weiter. Vralda legte ewige Satzungen. Das sind Gesetze in all das Geschaffene. Und es gibt keine guten Gesetze, sie seien denn danach gebildet. Aber ob schon orientalisch mediterran männlich wurde, alles in Vralda ist, die Bosheit des Menschen ist nicht in ihm. Bosheit kommt durch Trägheit, Unachtsamkeit und Dummheit. Also Vralda legt ewige Satzungen, das sind seine Gesetze in alles Geschaffene, was er eben durch das Gewissen tut. Und äh, wir wissen ja, dass die Kinder Friers auch erröten können, dass sie auch Scham fühlen können. Bei den Kindern Finders und Lüders bin ich mir da nicht so sicher, ob sie überhaupt Scham empfinden. Und äh, das zeigt einfach, dass ein äh, Gesetz in unserem Inneren ist, das uns eben augenblicklich zurechtweist, wenn wir falsch handeln. Und das hat Wralda in uns gelegt. Was jetzt mit dem orientalisch-mediterran Männlichen ist, das vermag ich jetzt nicht zu deuten. Aber danach heißt es, dass äh, die Bosheit nicht in Wralda ist. Also das Potenzial ist in ihm, aber er nutzt es nicht. Das entspricht nicht seiner Art, Boshaftigkeit an den Tag zu legen. Aber wir Menschen können leicht in diese Schlinge fallen durch trägheit unachtsamkeit und dummheit und ähm, wenn wir und die kinder friers sind das in der regel wenn wir fleißig sind das kann man wohl sagen von den kindern friers wenn wir achtsam sind jetzt mal unabhängig von dem ähm, gehirnwäsche terror der uns von den satanistisch linken auferlegt wird sind wir in der Regel schon achtsam, was die Natur betrifft und was die Bedürfnisse der Tiere betrifft um uns herum. Und wenn wir nicht dumm wären, was auch die Kinder Friers nicht sind, da gibt es ja auch ähm, einen Index von den Vereinten Nationen, der zeigt, wie Intelligenz verteilt ist. Natürlich wird seit Jahrzehnten daran gearbeitet, dass die Kinder Friers äh, dümmer werden, aber äh, noch sind wir, ähm, im Anschluss an die Spitze und in einem sehr guten Mittelfeld. Also die Kinder früher sind weder träge noch unachtsam noch dumm und deshalb ist uns eigentlich und unserem Wesen die Boshaftigkeit ferne. Selbstverständlich gibt es auch äh, in unseren Gemeinwesen, äh, in unserem Land, in dem wir leben, boshafte Menschen, aber äh, Unsere natürliche Neigung als Kinder Friers, wenn wir verstanden haben, wer wir sind und woher wir kommen, steht dem entgegen. Die Kinder Friers sind eigentlich nicht boshaft. Und das zeigt auch der Geschichtsbericht der uralinda Konig deutlich. Wir lesen weiter. Vralda ist die Weisheit. Und die Gesetze, die sie geschaffen hat, sind die Bücher, aus denen wir lernen können. Und es ist keine Weisheit zu finden, noch zu sammeln außer dieser. Die Menschen können viele Dinge sehen, aber Vralda sieht alle Dinge. Die Menschen können viele Dinge erschließen, aber für Vralda ist alles geöffnet. Die Menschen sind männlich und gebärlich, aber Vralda schuf beide. Die Menschen minnen und hassen, aber Vralda ist allein gerecht. Darum ist Vralda allein gut und es gibt nichts Gutes außer ihm. Jetzt Wechselt die Bezeichnung für Vralda, jetzt ist Vralda weiblich oder gebärlich. Erst war es sächlich, dann war er männlich und jetzt ist sie weiblich. Also in einem allumfassenden Sinn vereint Vralda alle Eigenschaften, die wir von männlich-weiblich kennen. Und Vralda hat eben Gesetze geschaffen, die in Büchern zu finden sind, aus denen wir lernen können. Selbstverständlich nicht nur in ähm, dem, was wir unter Büchern verstehen, sondern auch zum Beispiel in dem Buch der Natur. Das ist ja auch ein uraltes Bild. Wenn wir in die Natur gehen, können wir sehr viel über Vralda erfahren, über seine Eigenschaften, also nicht nur über seine Existenz, außer natürlich man ist verblendet und glaubt an satanische Lehren wie die Evolutionstheorie. Also wir können nicht nur seine Existenz erfahren, erfühlen, erspüren, geistig erkennen, sondern wir können auch viele Grundsätze und Gesetze, die Vralda hat, auch dadurch, dass wir die Tiere und die Pflanzen um uns herum beobachten, erkennen. Fragen wie, was hält Vralda von Selbstverantwortlichkeit, wie steht Vralda zu ehrlicher Arbeit? Wie sieht äh, Vralda ähm, das Lösen von Konflikten vor und, 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 und? All das kann man erkennen, wenn man in der Natur Beobachtungen anstellt. Aber natürlich gibt es auch Gesetzesbücher von ähm, Menschen, die eben durch Vralda kommend beauftragt wurden, Dinge niederzuschreiben. So wissen wir ja auch, dass die Kinder Frias... Ähm, eine Gesetzesammlung übergeben bekommen haben. Auch dieses Bild aus den ersten fünf Büchern Mose, wo eben Steintafeln von Gott geschrieben, also mit Gottes Finger geschrieben, den Menschen übergeben wurden, schildert ja auch diesen Vorgang. Also gewisse grundlegende Sachen wurden uns Menschen einfach übergeben und die anderen Dinge können wir erlernen, beobachten, erspüren. Und jetzt heißt es also, dass Vralda die Menschen männlich und gebärlich erschuf. Was ein interessanter ähm, Hinweis ist, also nicht männlich und weiblich, sondern männlich und gebärlich. Und es heißt, Vralda alleine ist gut, Vralda alleine ist gerecht. Menschen lieben und hassen. Und weil sie das eben tun, wird ihr Urteil durch ihre Emotionen beeinträchtigt. Manchmal ist es gut, ähm, ein Urteil auch mit Emotionen zu verbinden und sich durch Emotionen auch zu einem Urteil leiten zu lassen. Manchmal ist es eben aber auch abträglich. Aber Vralda allein ist gerecht, Vralda allein ist gut. Und das äh, führt uns auch wieder zu einer Szene aus den Evangelien, wo ein Mann auf Jesus zukommt und sagt, guter Lehrer. Und Jesus eben antwortet, was nennst du mich gut? Einer ist gut, Gott. Also dieses allumfassende Gut, das bezieht sich eben nur auf Vralda und gebührt nur allein ihm. Menschen sind mal gut und mal eben schlecht, je nachdem, wo die Emotionen sie hintreiben. Wir lesen weiter. Mit dem Jul wandelt und wechselt alles Geschaffene, aber das Gute ist allein unveränderlich. Dadurch, dass Vralda gut ist, kann er auch nicht verändern. Und weil er bleibt, darum ist er allein Wesen und alles andere ist Schein. Also, mit dem Jul wandelt alles Geschaffene. Das sind nun mal die Jahreszeiten. Im Frühjahr erblüht alles, beginnt alles zu sprießen. Im Sommer reift es, im Herbst wird es geerntet und im Winter ruht das Geschaffene. Und so ist das eben ein unaufhörliches Rad von Werden und Vergehen. Aber das Gute allein ist unveränderlich. Das finde ich jetzt auch wieder spannend. Das Gute bleibt, daran ändert sich nichts. Was gut ist, wird gut sein. Es war vor 100.000 Jahren gut, es war vor 50.000 Jahren gut, es war vor 10.000 Jahren gut, es war vor 1.000 Jahren gut und es ist heute gut. Was schlecht ist, das ändert sich. Da hat man immer einen unterschiedlichen Blick darauf. Ja? Heute zum Beispiel ist es schlecht einzuatmen oder Kinder zu haben. Heute zum Beispiel... Äh, ist es schlecht, dass man ähm, sich fortbewegen möchte. Den Wunsch zur Fortbewegung ist heute schlecht. Früher war es gut, früher galt man als Eroberer, als Naturforscher, wenn man sich äh, in ferne Länder begibt, um zu lernen. Heute ist es eben schlecht. So wird uns das zumindest von den satanischen Linken aufoktroyiert. Also das Schlechte wandelt sich im Laufe der Geschichte. Das Gute bleibt immer gut ist unwandelbar. Und Vralda allein ist Wesen und alles andere ist Schein. Also, Vralda ist stabil. Er steht außerhalb der Zeit. Er ist von Ewigkeit und geht zu Ewigkeit. Und wir müssen einfach zugeben, dass wir das nicht erfassen können. Das umfassende Wesen Vraldas. Und alles andere ist Schein. Das heißt, es ist sozusagen ein Abglanz. Die Sonne scheint sozusagen auf den Mond und der Mond leuchtet. Vralda scheint ähm, auf seine Wesen und die Wesen ergeben einen Schein. Aber die durch Vraldas geschaffenen Mechanismen geschöpften Wesen sind vergänglich. Sie sind ein Schein der Wesenheit Vraldas. Sie sind da, scheinen dann die Wesenheit Vraldas wieder, um dann zu gehen. Und auch wenn hohe Geistwesen unfassbare Zeiträume leben mögen, Wobei uns das ja auch nicht wirklich ähm, nachvollziehbar gezeigt wird. Es wird äh, gelehrt in manchen äh, Lehrschulen, in manchen Denkschulen, aber Wissen tun wir es alle nicht. So scheint es doch so zu sein, dass selbst diese hohen Geistwesen eben endlich sind, während Vralda alleine unendlich ist. Und äh, was auch noch äh, gesagt werden muss, ist, dass äh, hier nicht von einem Sohn Vraldas gesprochen wird. Ich wollte es zumindest bemerken. Entweder war die Zeit nicht reif oder die christliche Lehre ähm, bedarf sozusagen einer Revision, eines Neudurchdenkens. Äh, wobei ähm, ich äh, mich selbst als Christ auch bezeichne, weil ich den Lehren Jesu folge und auch davon überzeugt bin, dass sie für uns zum Guten sind. Aber fairerweise muss ich sagen, dass in diesen Passagen nicht von einem ähm, direkt von Vralda erschaffenen Sohn oder einem weiteren Wesen gesprochen wird, sondern nur allein von Walder allein, der eben alleine Unsterblichkeit hat. Wir lesen weiter. Der zweite Teil der ältesten Lehre. Unter Finders Volk gibt es Wahnweise, die durch Überfindigkeit so arg geworden sind, dass sie sich selber weismachen und die Eingeweihten überzeugen, dass sie der beste Teil des Geistes Vraldas sind. Und dass Vralda allein vermag zu denken durch Hilfe ihres Gehirnes. In einem Kommentar unter einem meiner Videos hat auch ein Leser, und schönen Dank für diese Bemerkung, bemerkt, dass vielleicht das Wort findig von Finder kommt. Eben diese ähm, Verschlagenheit, diese Listigkeit, diese Findigkeit der Kinder Finders hat vielleicht mit diesem Wort zu tun. Und hier werden wir also auch über gewisse Wahnweise im Volke der Finders belehrt. Also sie sind in einem Wahn. Sie halten sich für weise, sie halten sich für erhöht, sie halten sich für aufgestiegene Meister, sie halten sich für Inkarnationen des Göttlichen, sie halten sich für Lehrer die der ganzen welt nützliches lehren können. aber der text hier sagt, dass sie einfach durch ihre überempfindlichkeit so arg geworden sind, dass sie sich eben das machen, dass sie eingeweihte werden. also natürlich kann man menschen manipulieren, man kann menschen gehirn waschen. und äh, manche menschen aus sich heraus halten sich halt für etwas besonderes und denken, sie sind weise. Denken wir auch nur an den Ausdruck Illuminaten, also die Erleuchteten. Sie haben ein besonderes Licht in sich, so denken sie. Und dieses Licht erhebt sie weit über den Durchschnittsmenschen, weil sie eben viel mehr über die Natur des Göttlichen und auch die Natur des Satanischen wissen als wir. Und deshalb haben sie auch das Recht, über uns zu herrschen. Also das ist natürlich dann auch die Konsequenz dieser äh, Wahnweisheit, dieses Eingeweiht. Seins, dass man dann eben daraus ein Recht ableitet, über den Rest der Menschheit zu herrschen. Aber äh, es ist nach wie vor Vralda, der alles in allem ist. Und Vralda benötigt nicht die Gehirne äh, dieser Wahnweisen, um zu denken. Das bilden sie sich ein. Aber da sie erfindlich ja sind, da sie sehr clever sind, haben sie daraus ein weltumspannendes System geschaffen, das die Menschen in geistiger Abhängigkeit und in Unfreiheit hält. Wir lesen weiter. Dass jedes Geschöpf ein Teil von Vraldas unendlichem Wesen ist, das haben sie von uns ergafft. Also das wird ja auch in verschiedenen ähm, religiösen Schriften gelehrt, das finden wir auch im Thomas Evangelium wieder. Und ja. es ist wahr, wir alle sind ein Teil Vraldas, weil wir von ihm ausgegangen sind. Wir scheinen seine Größe und Herrlichkeit für die Zeit, in der wir eben existieren, wieder. Aber Vralda ist eben das Wesen, Walda ist das Beständige, das Gute und wir sind eben nur ein Schein. Aber die Kinder Finders haben das den Kindern Frias äh, abgeguckt, ergafft, und sie haben dann daraus ein religiöses System gemacht, wie wir dann im weiteren Verlauf der Uralinda-Chronik sehen werden. Haben sie daraus ein religiöses System gebaut. Mit dessen Hilfe sie sich bereichern und die Menschen in Abhängigkeit halten. Wir lesen weiter. Aber ihre falschen Reden und ihre zügellose Hochfertigkeit haben sie auf einen Irrweg gebracht. Wäre ihr Geist Vraldas Geist, so würde Vralda ganz dumm sein, statt Licht und Weise. Denn ihr Geist müht sich immer ab, um schöne Bilder zu machen, welche sie später anbeten. Aber Finders Volk ist ein arges Volk. Denn, obschon die Wahnweisen sich selbst weismachen, dass sie Götter seien, so haben sie für die Uneingeweihten falsche Götter geschaffen, um alle weg zu verkünden, dass diese Götter die Welt geschaffen haben, mit allem, was darin ist. Gierige Götter, voll Neid und Zorn, welche geehrt und gedienet sein wollen von den Menschen, die Blut und Opfer wollen und Schatzung heischen. Aber diese wahnweisen falschen Männer, die sich selber Gottes, Schalke oder Priester nennen lassen, erheben, sammeln und raffen alles für die Götter, die nicht da sind, um es selber zu behalten. Alles das betreiben sie mit weitem Gewissen, weil sie sich selber Götter wähnen, die niemandem Verantwortung schuldig sind. Jetzt kommt der Schreiber dieses Teils der Uralinda-Chronik auf den Punkt. Und... Ähm er sagt, die Kinder Finders sind hochfertig und zügellos. An anderer Stelle wird ja gesagt, dass sie unmoralisch sind, mordlustig. Und ihre Findigkeit, ihre Verschlagenheit, ihre Arglist, zusammen mit ihren minderen moralischen Fähigkeiten, bringt sie eben auf diesen Weg, auf den Weg der Hochfertigkeit, der aber ein Irrweg ist. Sie sagen, wir sind Teil des Geistes Vraldas und Vralda kann nur durch uns denken. Aber wenn das so wäre, argumentierte Schreiber, dann wäre Vralda dumm. Aber das ist er nicht. Aber ähm, die Kinder Finders sind, wie gesagt, listig. Sie haben Ziele. Weil sie moralisch eher minderwertig sind, haben sie natürlich auch eine Abneigung gegen ähm, ehrliche körperliche Arbeit und einen Hang zu Reichtum. Und jetzt haben sie folgendes gemacht. Sie haben. Bilder erschaffen. Sie selber halten sich für Götter, also die Illuminaten halten sich für Götter. Deshalb ist ja sozusagen auch alles, was uns vor Augen geführt wird in dieser Welt, alles, was von der Maurerei, den Illuminierten, den Logen, den Jesuiten und so weiter kommt, in drei Ebenen aufgeteilt. Eben die Ebene für die Öffentlichkeit, die Ebene für die niederen Eingeweihten und die Ebenen mit der äh, vollständigen Eingeweihten Kenntnis. Also, wenn man uns zum Beispiel ein Symbol zeigt, dann erzählt man der Öffentlichkeit, das Symbol bedeutet A. Dann erzählt man den äh, niederen Eingeweihten, das Symbol bedeutet B. Und nur die hohen Eingeweihten wissen, äh, was es wirklich bedeutet. Und so haben also diese wahnweisen Priester der Kinder Finders. Um das jetzt nochmal zu sagen, bei den Kindern Friers gab es keine Priester. Es gab niemanden, der zwischen den Menschen und Gott stand. Es gab nur die direkte Verbindung der Kinder Friers zu Gott. Aber äh, sie haben sich eben dazwischen gestellt, sie halten sich selber für Götter und sie haben deshalb dann auch. Götter für die Menschen geschaffen, also in der ersten Stufe sozusagen. Die weiteren Eingeweihten wissen, dass sie sich für Götter halten und die, die sich für Götter halten, kennen nur selbst die Spielregeln, die sie geschaffen haben. Und ja, was für Götter haben diese findigen, wahnweisen Priester der Kinderfinders geschaffen? Da müssen wir nur an die Edda denken, da müssen wir nur an die griechische Mythologie denken. Ich sage jetzt mal, bis auf, wenn wir bei der griechischen Mythologie bleiben, Demeter, die sich einmal boshaft gezeigt hat, in einer einzigen Gelegenheit, als ein Mann eine Raststätte bauen wollte für Reisende und dafür dann einen heiligen Hain, der der Demeter gewidmet war, abholzte. Sie hat ihn daraufhin verflucht, dass er mit einem unstillbaren Hunger geschlagen wurde. Der letztlich dann zu seinem Tod führte. Das ist aber die einzige Szene, nach meinem Wissen, nach meinem Kenntnisstand, wo Demeter boshaft war. Aber alle anderen Götter des Olymp waren wirklich boshafte Kerle. Gemein, unmoralisch, hinterfotzig, willkürlich. Die griechische Mythologie ist voll von diesen Geschichten, wie Menschen unter den Launen der Götter leiden mussten. Und in der Edda ist es jetzt nicht wirklich sehr viel besser. Auch in der Edda werden die Götter als unmoralisch dargestellt, als wankelmütig, als manchmal sehr sehr ungerecht. Und ja, das sind also die Götter, die die wahnweisen Priester der Findas erschaffen haben. Das ist das, was man uns erzählt. Sie selber haben andere Modelle. Ich bin jetzt natürlich nicht eingeweiht in irgendwelchen Logen. Ich kenne die Gottesbilder nicht. Aber äh, natürlich unterscheiden sich äh, die Bilder des Göttlichen in den Hochgradlogen, davon bin ich felsenfest überzeugt, fundamental zu dem, was man der Öffentlichkeit sagt. Und so läuft das eben schon seit Jahrtausenden. Diese drei Ebenen, die eben die Kinder, äh, Finders, ihre Priester, erschaffen haben, um sich zu bereichern. Und. Und der Text sagt ja dann auch, dass es extra deshalb gemacht worden, weil die Kinder Finders, die eben eine Abneigung zu ehrlicher Arbeit haben, sich damit bereichern können. Und sie haben auch überhaupt kein schlechtes Gewissen. Sie sind weit in ihrem Gewissen. Sie machen, was sie lustig sind. Und weil sie ja Götter sind, darf sich äh, niemand darüber aufregen. Niemand darf sich darüber beschweren. Ähm, sie sind niemandem gegenüber verantwortlich und von daher völlig frei in ihren Handlungen. Das ist natürlich auch eine Freiheit, die sie haben, die sie sich erkämpft haben, die hat aber nichts mit der Freiheit, wie sie die Kinder Frias verstehen, gemein. Wir lesen weiter. Sind da welche, die ihre Ränke ahnen und offenkundig machen, so werden sie von ihren Rackern gefasst und um ihre Lästerungen verbrannt, alles mit vielen feierlichen Gepflogenheiten ihren falschen Göttern zu ehren. Seit vielen Jahrtausenden gibt es aufrichtig gesinnte Menschen, die für die Wahrheit stehen. Und wer für die Wahrheit steht, steht natürlich im Kontrast zu diesen wahnweisen Priestern. Und das sehen wir auch in der heutigen Zeit. Wehe, du verkündest äh, Wahrheiten, die dem Mainstream entgegenstehen, dann äh, wirst du mundtot gemacht, du wirst in der Öffentlichkeit diskreditiert. Und wenn es ganz schlimm wird, wie was zum Beispiel ähm, in den USA bei einigen Whistleblowern erleben mussten, dann werden halt Auftragskiller geschickt. Und Auftragskiller waren Racker. Also wir kennen das heute und das ist auch eine Verdrehung dieses Wortes, eine Verniedlichung, vielleicht auch in boshafter Absicht, dass wir eben Lausbuben als kleine Racker bezeichnen. Aber äh, zur Zeit der Uralinder Chronik bis ins Mittelalter hinein waren Racker Totengräber, Henker. Heute würden wir eben sagen, Auftragskiller. Also diese wahnweisen Priester schicken Auftragskiller, um äh, die Leute mundtot zu machen. Oder man lässt sie offiziell verhaften und man richtet sie dann hin, man verbrennt sie zum Beispiel, ihren falschen Göttern zu ehren. Und äh, in der Bibel steht ja, dass der Geruch von verbranntem Fleisch für den Gott des Alten Testaments ein Wohlgeruch ist. Also offensichtlich liebte diese Wesenheit verbranntes Fleisch. Und ähm, wir können bei vielen grauenvollen, ähm, in Anführungsstrichen, Unfällen, wo Menschen verbrennen, und die Geschichte ist voll davon, äh, auch davon ausgehen, dass das Rauchbrandopfer, Ganzbrandopfer, für ihre dunklen Wesenheiten sind, die eben diese Götter dann ähm, in Menschenform den ähm, Göttern, die sie erschaffen haben, darbringen. Also, das ist ein ganz verwobenes äh, Konstrukt, was sie sich da geschaffen haben. Sie sind selber Götter, auf der anderen Seite dienen sie feinstofflichen Wesen und äh, ja, ein undurchdringliches Netz, das sie sich geschaffen haben. Weshalb ich auch der Meinung bin, dass wir Menschen uns nicht selbst. Befreien können, sondern dass wir, um diese Kräfte wieder loszuwerden, auch Hilfe von Gott brauchen. Beziehungsweise, die Uralinder Chronik sagte, ja, dass es noch ungefähr 1000 Jahre dauern wird, bis wir die Priester vollständig loswerden. Also das wird ein harter Weg für uns, diese Parasiten hier wieder loszuwerden. Aber ähm, es gab, wie gesagt, zu allen Zeiten Menschen, die für die Wahrheit aufgestanden sind, die dann eben aber auch die Strafe dafür, dass sie die Wahrheit gesprochen haben, äh, erleiden mussten und ertragen mussten. Und das war eben nicht nur Jesus Christus, das waren auch Leute wie Pietro Valdes, Jan Hus, ähm, Girolamo Savanarola und, 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 und. Leute, die einfach sich nicht den Mund verbieten lassen wollten. Sie wurden vom System zwar versucht zu kaufen, aber das haben sie nicht zugelassen und dann wurden sie vom System vernichtet. Heute ist es ähnlich. Auch heute haben wir unter den Truthern eben Opfer zu verzeichnen, die von den Rackern der wahnweisen Priester eben beseitigt wurden. Wir lesen weiter. Aber in Wahrheit, damit sie ihnen nicht schaden sollen. Das hatten wir jetzt ausführlich kommentiert. Damit unsere Kinder gewappnet sein mögen gegen ihre abgöttische Lehre, Sollen die Meiden sie auswendig lernen lassen, was hier folgen wird. So wie kann man sich also als Gemeinwesen schützen gegen diese Ränke? Und äh, da wäre natürlich jetzt ein Tipp für das Schulwesen. Und die Meiden, die wir hatten es gerade schon erwähnt, eben dann durch die Lande zogen nach ihrem siebenjährigen Dienst auf den Burgen, wo sie das äh, Licht eben bewachen mussten und eben das Licht äh, brennen ließen. Äh, die hatten dann eben die Aufgabe, den Kindern Folgendes, was jetzt folgt, äh, beizubringen. Und die Kinder sollten es auswendig lernen, damit sie immer, wenn sie mit etwas konfrontiert wurden, auf ihr auswendig gelerntes Wissen zurückgreifen konnten. Und der Text lautet folgendermaßen: Wralda war er als alle Dinge und nach allen Dingen wird er sein. Wralda ist also ewig und er ist unendlich. Darum ist nichts außer ihm. Durch und aus Vraldas Leben wurde Zeit und alle Dinge geboren. Und sein Leben nimmt die Zeit und alle Dinge weg. Also Vralda ist das ewige Wesen. Ein Monotheismus sozusagen. Im Vergleich zu dem Polytheismus, den eben die wahnweisen Priester schufen. Um dann aber auch wieder Strömungen hervorzubringen, die dann monotheistisch waren. Die eben die drei großen Weltreligionen Judentum Christentum und Islam hervorbrachten. Das war dann eine spätere Strömung, die dann den Monotheismus wieder hervorhob. Nach einigen Jahrtausenden des Polytheismus kam also auch eine äh, sozusagen Welle des Monotheismus, aber die Kinder Frias sollten verstehen, dass äh, es nur einen Allgeist einen Allvater gibt, der ewig ist, der die Zeit erschaffen hat und die Zeit auch wieder wegnehmen kann. Es gibt also keine Vielgötterei, und es war für die Kinder Frias nicht notwendig, viele Götter anzubeten. Wir lesen weiter. Diese Sachen müssen klar und offenkundig gemacht werden, auf alle Weise, dass sie es auch anderen bedeuten und beweisen können. Ist es nun so weit gewonnen, dann sage man Fürder. So, es mag natürlich einige Zeit in Anspruch genommen haben, das zu lehren und auch jetzt im Gespräch mit Kindern Finders zum Beispiel oder Kindern Lüders zum Beispiel, die ja auch in den Ländern der Kinder Frias zum Teil als Gefangene dabehalten wurden, um sie zu belehren. Da musste dann natürlich entsprechend argumentiert werden. Und mich würde natürlich sehr interessieren, welche Argumente es damals gab einen Polytheisten vom Monotheismus zu überzeugen. Leider sagt die Uralinda-Chronik dazu nichts, aber es wurde eben argumentiert. Und äh, anders als ähm, die Ritalinkrieger der heutigen Dunkelheit, unsere bezahlten Straßenkrieger, die im Auftrag alles kaputt hauen, ähm, konnte man damals offensichtlich noch sprechen. Mit diesen Ritalinkriegern kann man nicht diskutieren, man kann nicht mit ihnen sprechen. Dazu sind sie einfach zu Gehirn gewaschen. Aber damals war offensichtlich ein Dialog noch möglich und es wurde so lange diskutiert, bis die Gegenseite sich sozusagen den Argumenten der Kinder Freyas ähm, beugten, weil sie erkannt haben, das ist Wahrheit. Und dann lesen wir jetzt weiter. Was also unseren Umfang betrifft, sind wir ein Teil von Vraldas unendlichem Wesen. Wie der Umfang alles Geschaffenen. Doch was unsere Gestalt angeht, unsere Eigenschaften, unseren Geist und alle unsere Bedenkungen, diese gehören nicht zu dem Wesen. Dies alles sind flüchtige Dinge, die durch Vraldas Leben erscheinen, doch durch seine Weisheit der Gestalt, und nicht anders erscheinen. Aber weil sein Leben stetig weitergeht, kann nichts an seiner Stätte bleiben. Darum verwechseln alle geschaffenen Dinge ihre Stätte, Gestalt und auch ihre Denkweise. Darum darf Irta, also die Wesenheit, die die Erde darstellt, selbst noch irgendein Geschöpf sagen, ich bin, aber wohl ich war. Auch sollte kein Mensch sagen, ich denke, sondern bloß ich dacht. Das ist jetzt ein hochphilosophischer Absatz, über den ich viel nachgedacht habe, aber er hat sich mir nicht vollständig erschlossen. Mir fehlt also der Schlüssel zu diesem äh, Absatz, der Schlüssel zum Verständnis dieses Absatzes. Was klar ist, ist, dass wir in unserer jetzigen Erscheinung als Mensch eben nur äh, flüchtig sind dass das, was wir jetzt hier sind, nichts mit unserem Wesen zu tun hat, wenn wir wieder in den geistigen Welten sind. Wir kommen ja hier herunter in die Verdichtung, tun hier, was wir zu tun geplant haben und gehen dann wieder in geistige Welten zurück. Und deshalb ist das, was hier unten passiert, eigentlich nichts von dem, was unser Wesen darstellt. Es gibt ja diesen Spruch, dass der Tod hier im Leib uns von all dem trennt, was nicht zu uns gehört. Also sozusagen unser Leib, unsere Denkweise, unser dem materiellen Unterworfensein hat nichts mit unserem wirklichen Wesen zu tun. Das ist möglicherweise das, was dieser äh, Abschnitt sagen möchte. Und auch unsere Gedanken haben nichts mit unserem Wesen zu tun. Also wenn wir sagen, ich denke, dann irren wir, weil ähm, wir denken aufgrund eines Scheins einer Illusion. Wir denken aufgrund dessen, dass wir hier äh, völlig getrennt von unserem wahren Wesen einfach als Avatare agieren. Äh, wir denken also äh, nicht hier. Wir dachten, indem wir beschlossen haben, hierher zu kommen. Was wir hier tun, ist eben, wie gesagt, Illusion. Es ist ein Schein. Und deshalb sollten wir auch nie sagen, ich denke sondern ich dachte. Und wir sollen auch nie sagen, ich bin, sondern ich war, weil wir eben das, was wir jetzt hier sind, nur auf einer illusionären Basis sind. Mir kam doch in den Sinn, dass Jesus sich mal angelegt hat mit den Pharisäern und die wurden so wütend auf ihn, dass sie ihn umbringen wollten, weil er sagte, ehe Abraham geboren ward, bin ich. Und das hat sie super, super wütend gemacht. Und damit wollte er eigentlich ausdrücken, dass er sich ja an seine äh, vormenschliche Existenz erinnerte und dass er ähm, sich dessen vollständig bewusst war, was er war, bevor er hier auf die Erde kam. Also, ich bin, würde dann quasi zum Ausdruck bringen: Mir ist all das, was im Geistigen und in ferner Vergangenheit passierte, bewusst. Weil wir erinnern uns bei Jesu Taufe wurde ihm der Himmel geöffnet. Das heißt, alles, was geschah, wurde ihm wieder bewusst. Also bis zu seiner Taufe durch Johannes den Täufer hätte Jesus nicht sagen können, ich bin oder ich denke, weil er eben diese Anbindung nicht hatte. Aber nach seiner Taufe hatte er die Anbindung wieder an seine wirkliche Existenz im Geistigen und deshalb konnte er sagen, ich bin. Und weil wir diesen Einblick nicht haben, weil wir nicht wissen, wer wir wirklich sind, Deshalb ist es schwierig für uns zu sagen, ich denke und ich bin. Weil das, was wir hier tun, ist eben nur Illusion. Es ist einfach nur Schein. Wir dachten früher, bevor wir hierher kamen, und wir waren früher, bevor wir hierher kamen. Und wir sind auch noch in diesem Bereich, in dem der größte Teil unseres Wesens weiterlebt, unser sogenanntes höheres Ich. Aber hier sind wir eben nur Schein. Und deshalb denken wir nicht aktuell, sondern wir. Leben in einer Illusion. Und deshalb sollten wir dieses Leben auch nicht zu ernst nehmen und auch den Zirkus, der um uns herum herrscht, sollten wir nicht zu ernst nehmen, weil es alles illusionär ist und alles von diesen wahnweisen Priestern geschaffen, um uns eben auszunehmen und uns äh, materiell auszusaugen. Wir lesen weiter. Der Knabe ist größer und anders, als da er ein Kind war. Er hatte anderes Begehren, andere Sucht und Denkweise. Der Mann und Vater ist und denkt anders, als da er ein Knabe war. Desgleichen die Altbetagten. Das weiß ein jeder. So, hier noch eine Erläuterung also zu diesem Thema. Ich denke, die Denkweise von uns Menschen in dieser Illusion ändert sich natürlich ständig. Als kleines Kind hatten wir andere Werte, andere Denkmuster als als Knabe. Ich weiß noch genau, als die Zeit kam wo ich mir überlegte, kaufe ich mir jetzt noch ein Spielzeug. Ich finde es ja ganz nett, aber eigentlich bin ich ja schon zu alt dafür. Also das war wirklich so ein bewusster Prozess, wo ich mir dachte, nein, ich brauche jetzt kein Spielzeug mehr. Jetzt waren andere Dinge wichtig, Sportgeräte, Fahrrad, Fußball, Fußballschuhe, so. Also die Denkweise hat sich geändert und dann wird der Knabe eben ein Mann und Vater und dann denkt er wieder völlig anders, weil dann hat er eine Verantwortung. Und das Gleiche natürlich für eine Frau. Ein junges Mädchen denkt völlig anders als eine im Leben stehende Frau, die Kinder hat. Als Mädchen denkt man vielleicht noch, der Prinz auf dem weißen Pferd kommt. Als erwachsene Frau, die dann eben verheiratet ist und die dann Kinder hat, erkennt man deutlich, dass dieser Prinz auf dem weißen Pferd eine Illusion war, weil das Leben eben anders ist, als man es sich erträumt hatte und erdacht hatte. Und auch unter diesem Aspekt ist ähm, der Ausdruck "Ich denke". Ähm, hinfällig, weil wir ja alle paar Jahre anders denken. Und äh, im vorherigen Absatz, das hatte ich vergessen zu erwähnen, wird ja auch äh, gesagt, dass das frall das Leben stetig ist und das kennen wir ja auch von den Griechen. Die haben ja formuliert, Panterei alles fließt. Es gibt also nichts wirklich statisches. Selbst die Materie, die statisch erscheint, wird und vergeht. Wenn man ein Haus baut und es nicht beständig wartet, wird es auch innerhalb von 50, 100, 150 Jahren zerfallen, je nachdem, wie es gebaut wurde. Also alles fließt, nichts ist beständig. Und so ist auch unsere Denkweise nicht beständig, sie ändert sich ständig. Wir lesen weiter. So, wenn ein jeder nun weiß und gestehen muss, dass er allein wechselt, so muss er auch dazu gestehen, dass er jeden Augenblick wechselt. Auch dieweil er sagt, ich bin, und dass seine Gedankenbilder wechseln, dieweil er sagt, ich denke. Hier noch eine weitere Erläuterung, ja, durch diesen Wechsel ist es dann natürlich schwer zu sagen, ich bin oder ich denke, weil in zwei Sekunden kann man wieder völlig anders denken. Es kann etwas geschehen, was das Weltbild grundlegend verändert. Und deswegen diese Festlegung auf ich denke und ich bin, äh, ist dann hinfällig. Und das ist einfach ein Rat oder ja, einfach ein Denkanstoß, dass wir uns bewusst sein müssen, dass wir auch ständig im Wandel sind, und dass wir in einer illusionären Welt auch ähm, ständig unsere Ansichten ändern werden, müssen, sollen. Wie auch immer. Wandel erfordert Anpassung und dann werden wir das eben auch mitgehen müssen. Wir lesen weiter. Anstatt, dass wir den argen Finders dermaßen unwürdig nachschwatzen und reden, ich bin oder gar ich bin der beste Teil Vraldas, ja durch uns allein vermag er zu denken, so wollen wir künden überall und alle Wegen, wo es nötig sei. Wir, Frias Kinder, sind Erscheinungen durch Vraldas Leben, beim Anfang gering und bloß, doch immer werdend und nährend der Vollkommenheit, sonder je so gut zu werden als Vralda selber. Unser Geist ist nicht Vraldas Geist, er ist hiervon allein ein Abschein. Also, bevor wir das dumme Zeug, was die wahnweisen Priester Vraldas in die Welt gesetzt haben. Und dazu gehören alle Religionssysteme. Und das heißt zum Beispiel auch für mich, dass ich mich einfach von vielen Vorstellungen, die ich früher hatte, befreien muss oder diese Gedankenmuster ändern muss, loslassen muss, weil eben vieles von dem, was uns als Kinder gelehrt wurde, den findigen Priestern Finders entspringt und nicht der Weisheit der Kinder Frias, so müssen wir eben alle erkennen, dass das, was uns gelehrt wurde, einfach nur dummes Geschwätz ist. Wir Menschen sind also sozusagen nicht der beste Teil Vraldas, so wie die Priester sich eben darstellen, und Vralda benötigt uns nicht um zu denken. Wir sind Kinder Vraldas, wir sind ein Abglanz seiner Herrlichkeit. Wir sind aus ihm gekommen und wir werden auch wieder zurückkehren. Wir sind sein Abschein. Wir werden immer besser. Wir lernen. Wir nähern unseren Geist. Wir vervollkommenen uns, werden aber nie das Maß an Vollkommenheit und Güte erreichen, das Wralda hat. Aber es ist trotzdem eine spannende Herausforderung durch unser Leben, durch unsere Erfahrungen, durch unser Sein uns zu vervollkommenen, aus unseren Fehlern zu lernen, Dinge, die wir schlecht gemacht haben, besser zu machen, Dinge, die wir gut gemacht haben, noch zu verbessern, um einfach auch der Vollkommenheit Valdas entgegenzustreben. Aber nie mit der Absicht, ihm gleich zu sein. Wir bleiben seine Kinder, wir sind Teil seines Seins, aber er, sie, es ist einfach das Höchste und das gütigste und das vollkommenste Wesen, das ewig ist, während wir nur Zeitspannen haben, in denen wir existieren, um dann wieder zu ihm zurückzukehren. Wir lesen weiter. Da Bralda uns schuf, hat er uns in seiner Weisheit, Hirn, Sinne, Gedächtnis und viele gute Eigenschaften verliehen. Hiermit können wir seine Geschöpfe und seine Gesetze betrachten. Davon können wir lernen und darüber können wir reden, alles und allein zu unserem eigenen Heil. Hätte Vralda uns keine Sinne gegeben, so würden wir von nichts wissen und wir würden noch hilfloser sein als eine Seequalle, die fortgetrieben wird durch Ebbe und durch Flut. Also, wir haben Denkfähigkeit von Vralda erhalten. Und wie ich es bereits kommentierte, können wir durch diese Denkfähigkeit das Buch der Natur lesen und wir können lernen. Hätten wir keine Sinne, so wären wir hilflos wie eine Seequalle, die einfach von der Strömung des Meeres von Ebbe und Flut hin und her gerissen wird. Und ganz ehrlich, viele unserer Zeitgenossen, die ja aufgegeben haben zu denken, sind so eine Seequalle, die hin und her gerissen wird. Sagen die Medien A, sagen diese qualenartigen Wesen auch A. Sagen die Medien B, sagen diese qualenartigen Wesen auch B. Weil sie. Äh, das Denken abgelegt haben. Sie haben quasi das, was Vralda ihnen verliehen hat, Gewissen, Geist, Fähigkeit zu denken, einfach aufgegeben. Das bequeme Leben, das Tun, was einem gesagt wird, das ist ihnen wichtiger als in Freiheit und selbstständig denkend dem äh, Beispiel Vraldas nachfolgen. Soweit also der fünfte Teil meiner Lesung der Uralinda-Chronik. Eine, wie ich finde, sehr spannende Folge dieser Lesungen. Wir haben über das Gottesbild der Kinder Frias gesprochen. Wir haben verschiedene Gedanken über die Existenz Fraldas erläutert. Und äh, sicher können wir das eine oder andere davon auch für unser Leben mitnehmen. Und äh, es ist ein sehr umfangreicher Stoff und jeder macht sich natürlich auch seine eigenen Gedanken. Ich habe hier jetzt einfach meine Gedanken, soweit sie mir äh, klar wurden, soweit ich eben einen Schlüssel des Verständnisses für den Text hatte, äh, dargelegt. Und ich hoffe, dass ihr äh, das auch anregend findet und darüber nachdenken könnt. Der Sinn des Lebens ist das Leben. Wir haben ein Leben geschenkt bekommen von Wralda, wir haben Geist geschenkt bekommen von Wralda, Gewissen geschenkt bekommen von Wralda. Lasst uns daher. Der Vollkommenheit Vraldas entgegenstreben, um immer besser zu werden und ihm immer ähnlicher zu sein. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst es euch bitte gut gehen und ich würde mich freuen, euch für ein weiteres Video auf meinem YouTube-Kanal, der Hierophant, begrüßen zu dürfen.